So, meine Freunde, wir machen hier einen Shake für das Fitnessstudio zum Pumpen mit viel Protein und Kohlenhydrate. Dazu Alaska Seelachsfilet, wie man hier sieht, den guten Freund. Der wird jetzt erstmal angebraten, weil mein Kollege, der Michael, meinte, das wäre ein bisschen zu stark für den Mixer, so hart. Ne? Deswegen wird der rohe Fisch erstmal angebraten, sodass wir das dann schön in den Mixer tun können und später verzehren können. Und der Michael wird dann mal sagen, wie gut das schmeckt oder auch wie schlecht das schmeckt. So, heißt es fertig, Michael? Ja, ja. So, der ist jetzt leicht angebraten. Dann tun wir den guten Freund jetzt in den Mixer. Messer brauchen wir noch. Der muss noch ein bisschen. Der muss noch ein bisschen. Wir können ja schon mal die 5 Eier reintun. Also unsere Zutaten sind 5 Eier, eine Tasse Haferflocken und ein Alaska Seelachsfilet, tiefgefroren. So, dann machen wir das mal. Und das sind die bekannten Rühreier, nicht zu verwechseln mit den Rühleiern. Ne? Da ist nämlich das Ei klar raussortiert mit dem Eigelb. Ja. Und Michael, freust du dich schon auf den Shake? Ich werde den nicht probieren. Willst du nicht probieren? Nee. Warum? Oder 3 reichen, oder? Der ist zu stark für mich. 3 Eier, sagen wir 3 Eier. Wahlweise auch 5 für die ganz starken Jungs unter euch. Wo der Bizeps platzen soll, da können es auch 5 sein. Kein Problem, ne? Wir machen das heute mit 3 und mit einem schönen Alaska Seelachsfilet und den dazugehörigen Haferflocken. Wo sind die Haferflocken, Michael? Eine Tasse brauchen wir davon, damit das eine schöne Konsistenz gibt. Also sagen wir in etwa Pi mal Daumen jetzt so abgeschätzt, so das langt voll und ganz. Dankeschön. So, und dazu dann noch der schöne Alaska Seelachsfilet. Ich denke, der müsste gleich durch sein. Dann schneiden wir den in die Hälfte erstmal, damit wir die Reihe bekommen. Der nette ist ein Messer in der Pfanne, ey. Ja, Michael, das kriegen wir hin. So. Ich denke, das ist in Ordnung. Was denkst du? Denkst du, der ist gut? Der ist noch lange nicht gut. Ja, noch nicht? Nee. Warum? Ja, der ist doch noch roh. Der ist noch roh? Ja. Dann warten wir noch eine Minute. Und nicht mit dem Messer in der Pfanne schneiden. Ja, ist sie nicht beschichtet? Ja, jetzt nicht mehr. Guckst du jetzt mal aus. Jetzt nicht mehr. Okay. Also bitte eine neue Pfanne an den Michael schicken, meine lieben Abonnenten. Wir werden auch eine Plauze vorne eröffnen. Das heißt, wenn ihr viel Kleingeld übrig habt oder ein bisschen Pfandflaschen oder euer Bausparvertrag auflösen möchtet, dann könnt ihr gerne euer ganzes Hab und Gut und euer Vermögen an mich schicken. Wir werden die Adresse bei gegebener Zeit einblenden und die Bankverbindung. Ne? Und jetzt denke ich, ist das gute Stück schon mal bereit. Und den tun wir jetzt schön fein säuberlich in den Mixer. Na? Mach erstmal einen. Erstmal einen? Ja. Dann probieren wir das erstmal mit einem. Der andere kann noch ein bisschen warten. So. Michael, wie funktioniert das jetzt? Mach das mal bitte. Ja, einfach raufschrauben. So? Ja. Das ist der gute Mixer. Da gehen sogar Hühnchenknochen durch. So, jetzt stecken wir das hier oben drauf, richtig? Ja, drehen. Ah, ist ja schon an! Wahnsinn! Wahnsinn! Wie lange muss das? Ist ja schon fertig, Michael? Guck mal, das sieht gut aus. Sieht das gut aus? Ja. Erste Sahne, oder meine Freunde? lecker! Hab ich noch ein bisschen Puderzucker, Michael? Nee. So, wie machen wir mal raus jetzt? Heben. Heben? Aufdrehen. Bin ja mal gespannt, ob das schmeckt hier. Lecker! Boah, wie lecker das riecht, Michael. Riech doch mal. Das riecht gar nicht schlecht. So, dann probieren wir das mal, meine Freunde. Das ist der neue Plauze-Shake. Ja, vor dem Training, nach dem Training und während dem Training. Ein Alaska Seelachsfilet mit 3 oder 5 Eiern und eine Tasse Haferflocken. Dazu für die ganz harten Jungs, die können noch ein bisschen Proteinshake mit rein mixen oder Hühnchenknochen oder von mir aus auch Kaviar für die feinen Herrschaften unter euch. Aber wir trinken das jetzt so. Das schmeckt so ähnlich wie Fischstäbchen, klein püriert. Also sehr schmackhaft und sehr lecker, meine Freunde. Schaltet einfach nächstes Mal TV Plauze mit einer neuen Ausgabe von Macht den Shake.